Ich bin Enrico, 29 Jahre alt und ich lebe in Erfurt. Und ich sage, HIV gibt es nicht nur in der Großstadt. Aufgewachsen bin ich in Ruderstadt, das ist eine Kleinstadt in Ostthüringen. Ob auf dem Land, in der Provinz oder in der Großstadt, HIV hat kein Gesicht. Niemand sieht man an, ob er den Virus in sich trägt oder nicht. Meine Erfahrungen sind einfach, selbst der braungebrannte, muskulöse, durchtrainierte Typ kann betroffen sein. Ich hatte mal ein Date gehabt, ein richtig süßer, netter Typ. Wir hatten richtig tollen Spaß gehabt, haben uns, konnten halt einfach unsere Sachen ausleben, die uns Spaß gemacht haben. Und durch ich weiß, was ich tue, hat er sich dann halt irgendwann geöffnet, hat zu mir gesagt, hey, pass auf, Enrico, ich muss dir was gestehen, ich muss dir was sagen. Ich habe HIV und es ist für mich eine große Last. Und er hat einfach sich geöffnet, weil er wusste, dass er mir vertrauen kann. Wir haben damals Safe for Sex betrieben, was auch richtig und wichtig war. Aber trotzdem war es im Nachhinein ein sehr merkwürdiges Gefühl, mit jemandem Sex zu haben, der selber betroffen ist. Weil man halt selber auch Vorurteile hat und Ängste vielleicht auch hat und Unsicherheiten. Wie geht man mit jemandem um, der selber betroffen ist? Du wirst es nicht glauben, ich hatte letztens ein Date in Berlin gehabt. Der Typ sah einfach schweinegeil aus und fragte, wo ich herkomme. Ich sage, aus Erfurt. Provinz? Da gibt es ja kein HIV. Ja, dann können wir auf Kondome verzichten. Habe ich nur gesagt, ohne mich. Das erste Mal bewusst wahrgenommen durch eine Anzeigenkampagne in der Siegessäule und später auch in der Du und Ich. Ich fand die Typen interessant, die Slogans, und es hat mich neugierig gemacht und wollte wissen, was dahinter steckt. Ich mache bei der Ich weiß, was ich tue Kampagne mit, weil ich mit Leuten ins Gespräch kommen möchte und einfach Erfahrungen austauschen will und gucken möchte, wie geht ihr mit seinem eigenen Risikoverhalten um und was kann man den Leuten einfach mit auf den Weg geben. Die Resonanzen auf mein IVID-Interview waren durch die Bank positiv. Es gab zwar einige kritische Stimmen von Freunden und Familie, die gesagt haben, was ist, wenn du als HIV-positiv deklariert wirst? Ich habe gesagt, selbst wenn, was habe ich zu verlieren? Für die Zukunft wünsche ich mir einfach eine Partnerschaft, in der man sich auf Augenhöhe begegnen kann, in der man sich vertraut, aber auch gern Sex hat, neue Sachen ausprobiert und seinen Horizont erweitert. Aber immer mit dem Bewusstsein, man weiß, was man tut.